Ja, einen schönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist wieder euer Stevenio am Gemtes Mikrofon. Ja, und heute, ihr seht schon, bin ich in etwas ungewohnter Umgebung. Ich bin nämlich wieder an meine Schule gezogen und ja, bin der Frage nachgegangen, was ist denn nun besser, FIFA oder Pro Evolution Soccer? Die Game Tests, was die Konsole angeht, waren ja relativ ausgeglichen dieses Jahr. Ja, und habe ich mir einfach mal meine WPKs im Bereich 6. Jahrgang und 10. Jahrgang geschnappt und mit denen ordentlich FIFA und Pro Evolution gezockt, in der Doppelstunde jeweils. Und ja, da, die haben so Bögen gekriegt, das kann man hier sehen. Ja, und da mussten sie eintragen, die Pro- und Kontra-Argumente. Das ist für die auch mal ganz interessant, mal sowas zu machen. Ja, mal Argumente zu finden und die wirklich zu formulieren. Und dann mussten sie eine Note geben von 1 bis 10. Ja. Und ja, was dabei rausgekommen ist, verehrte Community, das sehen wir jetzt in diesem Game-Test-Special hier an meiner Schule, der wunderschönen Findau-Schule in Lauenbrück. Viel Spaß dabei. Ja, erster Eindruck von Pro Evolution Soccer 2010, Hakan. Ja, also das Spiel an sich ist nicht schlecht, von der Grafik vor allen Dingen und der Spielerbewegung. Ja, und das gefällt mir ganz gut. Schiedsrichter? Ja, ich weiß nicht, der ist mir nicht aufgefallen bis jetzt, aber die Bewegung scheint wohl realistisch zu sein, weil nach Abpfiff kommen die Assistenten halt zum Schiedsrichter. Okay, es gab ein paar rote Karten hier bisher. Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Torwart? Ja, auch gut. Hält, aber lässt doch mal was durch, nicht so wie bei FIFA. Ansonsten, was für Atmosphäre im Spiel? Ja, das Stadion hört man ziemlich laut und das ist in Ordnung. Nicht so wie bei FIFA, weil da hört man eigentlich kaum was. Ist ganz schön leise. Also die Fangesänge gefallen dir besser? Viel besser. Du bist ein alter FIFA-Zocker, hast du vorhin erzählt. Gibt es noch irgendwelche großen Unterschiede, die dir auffallen? Von der Grafik her oder so? Ja, die Spielerbewegung, finde ich. Das ist ein großer Unterschied. Die auch, halt auch laufen und den Ball annehmen und sich fordern, ist halt anders. Okay. Nils, alte Felge. Ja, du bist auch ein FIFA-Fanboy, habe ich schon ein bisschen rausgehört. Hat sich daran heute was geändert? Also schon ein bisschen. Also bei Pro Evolution Soccer habe ich eben gesehen, dass eben halt die Grafik ein Tick besser ist und eben halt auch das Spiel allgemein. Das ist auch viel realistischer als bei FIFA. Aber ich bin eben halt der, ich habe bis jetzt nur FIFA gezockt, aber jetzt hole ich mir vielleicht auch mal Pro Evolution Soccer. Sagst du das jetzt nur so oder ist das jetzt wirklich so? Nee, ist jetzt wirklich so, weil mir ist das jetzt mal aufgefallen. Also die Steuerung kann ich jetzt eben halt bei FIFA eben halt besser, nur bei Pro Evolution Soccer. Sind da große Unterschiede in der Steuerung? Also ich finde das schon, aber da kann man sich dran gewöhnen. Was würdest du denn sagen, sind die Hauptunterschiede, was die Steuerung angeht? Speziell? Ist da irgendwas Spezielles, was du sagen kannst? Das Spezielle ist eben halt Schießen und eben halt Ballern, also Tackeln und eben halt ja, Sprinten und so, das auch. Also ist nicht viel. Also sind es Unterschiede von dem Feeling her, wenn du spielst, oder ist es nur die Tasten anders? Ja, auch das Feeling, finde ich. Das kommt, also das. Keine Ahnung. Hat dich überrascht, dass Pro Evolution Soccer so gut geworden ist? Also, du hast ja wahrscheinlich länger nicht mehr gespielt. Also, ich hatte mal Pro Evolution Soccer 2005, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber jetzt, also, das finde ich echt gut. Also, ich fand das auch mal nicht so gut, weil da eben halt nie die richtigen Namen und die richtigen Trikots und so waren, aber jetzt ist es ja da. Ja gut, aber Bundesliga ist ja zum Beispiel gar nicht drin. Also eine Bundesliga-Saison ist schwierig ohne Werder und HSV. Na egal. Das geht ja. Also das ist nicht so wichtig, wenn du jetzt mit deinen Kumpels spielst, ist es nicht so wichtig irgendwie. Dann nimmst du halt Barca und Real, oder was? Ja, genau. Spielst du eigentlich auch mal sowas alleine, also gegen Rechner, oder? Also ich spiele halt bei FIFA 09, habe ich ja nur Manager-Modus und so.
Also gibt's ja da auch die ganzen Manager, also dieses realistische mit Manager-Modus und allem drum und dran. Ja, genau, das finde ich auch eben halt, das bei FIFA eben halt gut. Welcher Schwierigkeitsstufe spielst du ungefähr bei FIFA? Ja, eigentlich Halbprofi, ja, manchmal auch Profi, aber eher Halbprofi. Okay. Kannst du nochmal irgendwie darauf eingehen, so auf die Hauptunterschiede, sei es grafisch oder auch spielerisch, der beiden Spiele, was dir jetzt bisher so aufgefallen ist? Also, dass eben halt bei FIFA, wenn man so oft schießt, dass ja mal öfter reingeht und bei Pro Evolution Soccer auch mal ein bisschen schwerer ist, glaube ich. Also ist mir mal aufgefallen. Liegt das am Torwartverhalten oder liegt das daran, dass die Schüsse schwieriger sind? Ich würde sagen beides, aber eher vom Schuss her, ja. Ansonsten Grafik, du hast gesagt, dass Pro Evolution Soccer sieht realistischer aus. Meinst, was meinst du denn da genau? Also eben halt, wie sie zum Ball gehen, die Körperbewegungen, all das. Ja, und bei FIFA sieht das manchmal, keine Ahnung, so ein bisschen dumm aus. Sozusagen. Statisch. Ja, genau. Gut, das können wir so stehen lassen, Leute. Also, wir haben ja heute einige bekehrt und fragen trotzdem weiter. Danke. Wer bin ich jetzt? Bin ich der Torwart? Was ist los? Oh, ich bin voll erschrocken gerade. Was ist das denn für ein Ding hinter mir? Was? Okay, in die Richtung. Das ist ein bisschen schneller. Kann man damit auch so schnell sein? Warum bin ich im Kreis gelaufen? Oh Mann, ist das geil. Ich hab keine Ahnung. Nein, hallo, warum bist du nicht hinterher gelaufen? Irgendwie ging das gerade nicht. Irgendwas klemmt hier, glaube ich. Okay. Ja, warte. Oh ja. Na komm schon. Nein, hallo, was machst du denn? Bin ich das jetzt? Was muss ich machen? Ja, genau. Hab ich gut gemacht, ne? Wie lange darf ich? Was muss ich jetzt? Ich drück einfach mal sowas. Ja. Hallo! Gut. Ich kann auch schießen. Oh, guck mal. Schießen kann ich auch. Ich mag das nicht. Was ist denn das? Ja, ich weiß nicht. Wo bin ich? Wer bin ich denn jetzt? Ja. Lass das. Hör auf damit. Nein! So ist gut. Ah. Voll ins Aus, glaube ich, oder? Nein. Hallo? Ich mache das jetzt zu meinen Freunden. Ja, und jetzt nochmal hier. Kann ich einen anderen... Oh, nö! Ja, liebe Leute, und letztes Mal habt ihr es gewünscht, irgendwie, dass wir auch Frauen mit einbinden. Das haben wir heute gemacht. Ja, ja, erster Eindruck vom Spiel. Du hast gerade gesagt, es macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Ja, das ist ja eine tiefgreifende Analyse bisher. Hast du schon mal irgendwann ein Fußballspiel gespielt auf einer Konsole, auf dem Computer? Nein, noch gar nicht. Nein, habe ich noch nicht. Was ist dir positiv gerade aufgefallen? Positiv? Ich weiß es nicht. Es hat Spaß gemacht. Ich wusste nicht, was ich drücken sollte, aber irgendwie hat es funktioniert. Ja, glorreiche Passkombination. Ich habe am Anfang verraten, irgendwie X ist passen und das haben sie perfektioniert. Ja, ich habe immer nur auf 1 gedrückt, damit ich schnell bin. Wie 1? R1? Ja, genau, R1. Weiß ich nicht. Dieses 1 da oben, wo man so raufklickt. Wenn ich dich jetzt frage, ob du, wenn du theoretisch eine Playstation durch einen blöden Zufall gewinnen würdest, mit einem Fußballspiel, würdest du das ab und zu auch mal zocken oder meinst du, das würde dich auf lange Zeit nicht so interessieren? Ich glaube, ich würde mir was anderes holen. Ich würde das Spiel verkaufen und mir was anderes holen, ein anderes Spiel. Zum Beispiel? Irgendwas mit Abballern und so, irgendwas Brutales. Ja, Killerspiele. Soll ja auch mal Amokläuferinnen geben, ne? Mary Jo, deine Eindrücke? Ja, ich finde das nicht so gut. Also Fußball ist eh nicht so mein Ding und naja. Trotzdem ein bisschen Spaß gemacht? Ja, ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Irgendwas, was dich total angewidert hat oder was du gut fandest? Also ich finde gut, dass es sieht echt so echt aus so, und es kommt auch so rüber. Okay, also im Prinzip nichts für dich, aber dafür, dass es dich anwidert, sah es ganz realistisch aus. Mhm. Okay, dann lassen wir es erstmal so stehen und gucken mal weiter. Danke.